Heute geht es um das Scheitern eines Narrativs der Notenbanken. Inflation ist vorübergehend und siehe da, es geht Zeit ins Land, Zeit ins Land, Zeit ins Land. Und die Inflation ist nicht so vorübergehend. Inflation ist per se schon per Definition eigentlich vorübergehend, sonst wäre es ja ein Permanentzustand und man müsste nicht von Inflation, also von Entwertung sprechen. Also allein das ist schon ziemlicher Quatsch, aber Fakt ist, dass die Notenbanker hier ziemlich kalt erwischt werden und letztendlich die Kontrolle über das Narrativ verlieren. Heute 14:30 bekommen wir die Daten zu eben dieser Inflation, zu den US-Verbraucherpreisen, aber wir sprechen in diesem Video auch über Gold und über Kryptowährungen, aber zunächst mal zu den heutigen Daten. 5,8% wird erwartet zum Vorjahresmonat die Steigerungsrate bei den Verbraucherpreisen. Gestern hatten wir schon die Erzeugerpreise 8,6% und wir sehen ein neues Allzeittief oder einen neuen Rekord, wenn wir mal die Verbraucherpreise minus die Erzeugerpreise sehen. Das wird früher oder später auf die Margen gehen. Das wird ein ganz großes Thema. Noch können die US-Unternehmen, können viele Unternehmen einfach die Preise so weitergeben, weil die Taschen der Leute noch voll sind, aber das wird sich irgendwann vielleicht ändern. Jetzt kommt hier Nordea raus mit einer Analyse und sagt, also wir erwarten, dass die Inflation über 6% steigen wird im November. Wir bekommen ja heute die Daten aus dem Oktober und wie gesagt 5,8%, aber das dürfte dann im November erstmal auf 6,1% steigen, also dann, wenn im nächsten Monat die Daten veröffentlicht werden, und man erwartet bei der Kernrate heute 4,3% durch Nordea, das wäre also ein weiterer Trend, der hier nach oben geht. Insgesamt denkt man, dass dann die Inflation, die Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, wir brauchen schon Nahrung und Energie, gell, also dass das dann weiter nach oben geht. Einer der zentralen Faktoren, warum das so ist, das sind die Mietpreisentwicklungen. Hier sehen wir mal, wie das nach oben schießt für Ein- und Zweibettzimmer, die man mietet in den USA. Hier haben wir einen massiven Aufwärtstrend, wir haben einen massiven Aufwärtstrend bei den Gehältern etc. Also die strukturellen Dinge, die ziehen jetzt richtig an. Da sehen wir Inflation ohne Ende und wir sehen eben jetzt auch wieder diese vermeintlich transitorischen Faktoren wie gebrauchte Fahrzeuge, die ein neues Allzeithoch erreichen. Also das wird ziemlich reinknallen. Und all das jetzt in einer Situation, wo die Notenbanken nichts tun, sagen, ja, passt schon. Wir werden vielleicht jetzt ein bisschen weniger durch die Fed an Liquidität reinpumpen in die Märkte, aber wir pumpen nach wie vor massiv rein und dementsprechend sehen wir jetzt die Situation, dass die Realrenditen so negativ sind wie noch nie. Wir haben jetzt ein neues Allzeittief erreicht und die Frage ist, was kommt jetzt? Ist das gut oder ist das schlecht für die Märkte? Denken sich da viele und insgesamt sehen wir, dass ein neues Allzeittief auch bei den sogenannten Financial Conditions der Fall ist. Also noch nie waren die Finanzkonditionen so lax wie derzeit, da wird einberechnet die Aktienmärkte, Kreditvergabe, wie einfach ist es an Kredite zu bekommen, etc. Und wir sehen, die Fed macht also hier, wie auch die EZB, alles total richtig und schafft eine gewisse Problematik, nämlich ein Blasenrisiko. Was ist, wenn die Fed einfach so weitermacht, indem sie negative Realrenditen, wie wir eben gesehen haben, die auf Allzeittief sind, einfach so weiterlaufen lässt? Dann pumpt das tendenziell eben die Aktienmärkte auf, aber wenn sie dann die Zinsen anheben muss, umso größer ist das Absturzrisiko. Also man müsste versuchen, vielleicht die extrem teuren US-Aktienmärkte, und von denen spreche ich nicht, von DAX etc., dass man da ein bisschen die Luft rauslässt. Aber wie soll das passieren? Aber gucken wir mal, da hat es der eine oder andere schon versucht. Sie kennen vielleicht Neil Kashkari, Agassi für Arme, oder der Agassi für RTL 2 Zuseher, wie auch immer. Jedenfalls hat der gesagt gestern, also die Preise, die sind höher, länger höher, als ich das erwartet habe. Der Kashkari ist der so einer, der gern die Realität ein bisschen beiseite schiebt, wenn sie nicht der eigenen Ideologie entspricht. Insofern kann man das schon als Lernprozess sehen. Er sei da, hätte einen Open Mind in Sachen Geldpolitik, ja wirklich. Wie gesagt, das ist jemand, der gerne so viel Geld druckt, dass es ihm schon zu den Ohren rauskommt. Und sobald das Tapering endet, müsste die Fed mal drüber nachdenken, die Zinsen anzuheben. Möglicherweise kennt Kashkari die heutigen Daten schon, Spekulation weiß ich nicht, aber
Vielleicht deswegen diese Reaktion. Gestern dann auch Ballard von der St. Louis Fed, der gesagt hat, er erwartet 2 Zinsanhebungen in 2022. Insgesamt die Situation jetzt die, dass wir schon länger eine Abschwächung in Asien sehen, was die Wirtschaft betrifft. Hier sehen wir mal den Global PMI und den City Economic Surprise Index. Die Daten, die Wirtschaftsdaten in Asien, aber vor allem in Europa und den USA sind ja tendenziell schlechter gewesen. Deswegen ein ziemlicher Absturz der City Economic Surprise Index, der ja die hereinkommenden Daten bemisst an der vorherigen Erwartung. Und die Daten waren meist schlechter, während die Inflationsdaten, City Economic Inflation Index, meistens deutlich über der Erwartung lagen. Jedenfalls sehen wir eine gewisse Abschwächung in den USA, die früher oder später sich dann auch hier wohl breit machen wird. Und die Fed steht jetzt, wie Notenbanken insgesamt, vor der Frage, was sollen wir tun? Wenn du ein Problem lösen willst, dann machst du das andere Problem schlimmer. Wenn du also weiter druckst, einfach so, dann machst du das Inflationsproblem schlimmer. Wenn du dagegen das Richtige tust, um die Inflation zu bekämpfen, nämlich die Zinsen anzuheben, dann würdest du der Wirtschaft und den euphorisierten Finanzmärkten schaden, was wiederum den Konsum schaden würde. Also wie auch immer, man macht es wahrscheinlich falsch, weswegen die Notenbanken in einer so unschönen Situation sind. Ich möchte nicht tauschen. Aber die Investoren, die sind nach wie vor all in, happy. Wir wissen, dass die Vermögensverwalter all in sind. Da ist also große Euphorie. Verpasst man die Weihnachtsrallye? Das darf nicht passieren. Goldman Sachs hat jetzt noch mal gesagt, die große Story ist eigentlich, was wir hier sehen im Optionsbereich. Da sind extreme Volumina der Fall. Hier sehen wir mal in diesem Jahr, was alleine an Vervielfachung des Optionsvolumens passiert ist im Vergleich zu 2019 und auch der ersten Hälfte 2020. Wir haben jetzt etwa praktisch im Vergleich zur letzten Woche, jetzt in den letzten Tagen, eine Verdopplung dieses Optionsvolumens gesehen, mit Abstand natürlich das größte, was jemals verzeichnet wurde. Das sind eben Dinge, die dann die extremen Bewegungen an den Märkten noch forcieren, und extreme Bewegungen haben wir gestern zum Beispiel gesehen bei Tesla, nachdem die Aktie einen RSI von 94 irgendwas hatte, also extremst überkauft war, ging es gestern ein bisschen nach unten. Sie kennen die Gründe, weil der Elon gefragt hat, soll ich ein bisschen was verkaufen, und blöderweise die Leute ja gesagt haben. Ein weiterer Kandidat, der vielleicht mal so ein bisschen enden kann demnächst wie Tesla, ist Nvidia oder auch AMD. Beide Chip-Aktien sind extremst gut gelaufen, sind extremst überverkauft. Da werden Wunderdinge eingepreist wie bei Tesla, die so wohl nicht funktionieren können. Wenn wir uns den Gesamtmarkt mal angucken an der Wall Street, dann sehen wir hier den VIX, der hier offenkundig einen Doppelboden bildet. Wir könnten jetzt nochmal einen Rücksetzer machen beim VIX, also nochmal ein bisschen nach unten gehen, was den Aktienmärkten ein bisschen hilft. Wir sehen heute Morgen, wie die US-Futures nach oben gezogen wurden. Aber die Frage ist, wie nachhaltig da ist das? Der VIX, wie gesagt, also die Wohlererwartung, die könnte nach oben gehen. Und vorhin hatte ich gesprochen über die Realrenditen, so negativ wie never. Da hätte Gold noch ein bisschen Platz, zu Gold gleich noch mehr. Und wir sehen möglicherweise, dass der Russell, also dass die Value-Werte im Vergleich zu Tech-Werten noch ein bisschen zu gut dastehen. Normalerweise gibt es da eine Korrelation zu den Realrenditen zwischen Russell 2000, man könnte sagen Value-Werte überwiegend gegen Tech-Werte im Nasdaq 100. Aber sei es drum, auch die Chinesen, um jetzt mal den Kontinent zu wechseln, haben heute Inflationsdaten gebracht, CPI 1,5%, also Verbraucherpreise 1,4% erwartet, größter Anstieg seit September 2020, aber das, was wirklich ins Auge sticht, das sind die 13,5% Anstieg der Erzeugerpreise, deutlich mehr als erwartet mit 12,3%, höchster Wert ever. Gab es also noch nie, seit die Daten berechnet werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem auch für die chinesischen Firmen. Die Erzeugerpreise steigen massiv, eben Energie etc. Und man kann als Staatsfirma in China einfach die Preise nicht so weitergeben, wie man das in einem freien Markt machen könnte. Und das genau dürfte dann riesige Probleme verursachen. Probleme, die wir auch ja am chinesischen Immobilienmarkt sehen. Heute Fantasia, Immobilienentwickler, der heute das erste Mal seit vielen Tagen wieder, dessen Aktie wieder gehandelt wird und dessen Anleihen, der die Aktien dann gleich mal mit 50% Minus eröffnet, hat sich dann ein bisschen erholen können. Aber Fantasia hat gesagt, ja, einige Kreditgeber wollen sofort ihre Gelder zurückhaben, also die geraten in Panik. Heute muss, by the way, Evergrande 148 Millionen Dollar
für Dollar-Offshore-Bonds strecken. Und heute läuft die Frist aus, diese 30 Tage Galgenfrist sozusagen, Gnadenfrist. Also heute muss da etwas kommen, sonst wäre das Default, sonst sofortige Abstufung. Apropos China, Biden und Xi Jinping wollen nächste Woche ein virtuelles Meeting veranstalten. Xi Jinping hat gesagt, ready to work with the US on condition of mutual respect. Gegenseitiger Respekt also, aber glauben Sie dem guten Xi kein Wort. Die Chinesen fühlen sich überlegen, die haben in der Finanzkrise gesehen, wow, wir haben es geschafft, unsere Wirtschaft wieder nach oben zu ziehen mit diesem gigantischen Infrastrukturprogramm, dem auch letztendlich dann diese Blasenbildung am Immobilienmarkt gefolgt ist. Man glaubt, dass man eigentlich die besseren Perspektiven, die besseren Karten hat, das bessere System hat und versucht jetzt nur taktisch noch zu agieren, nach meiner Auffassung, bis zu den Olympischen Spielen im Februar. Und dann wird der Ton sich verschärfen, sobald die vorbei sind. Apropos Verschärfung haben wir auch jetzt in Sachen Corona. Die Situation in Deutschland ist letztendlich nicht besser als vor einem Jahr. Jörg Kremer sagt jetzt, ich erwarte weitere Corona-Beschränkungen. Die deutsche Wirtschaft dürfte in Q4 kaum wachsen. Wir sehen, dass die Hospitalisierungen zunehmen, die Belegung der Intensivstationen, ich glaube heute knapp 40.000 Infektionen positiv. Das gab es zuletzt im Dezember 1971. Also